Ja, bei mir gibt es Nachwuchs bei den Zwergseidenaffen. Wie der Name schon sagt, sind sie die kleinsten Affen, die wir hier im Zoo haben, aber auch die, was es überhaupt in der Natur gibt. Die Jungtiere sind ca. 5 cm groß und haben ein Gewicht von 15 Gramm. Ungefähr das Zehnfache an Gewicht und das Dreifache an der Größe haben die erwachsenen Tiere. Also auch die erwachsenen Tiere gehen in eine Hand. Zwergseidenaffen kommen in Südamerika vor, sie sind Dschungelbewohner. Bei uns ist das Gehege auch sehr verwachsen, also wir schauen, dass wir ihnen dschungelähnliche Verhältnisse bieten und da muss man sich schon ein bisschen bemühen, dass man die Tiere sieht. Erstens einmal sind die Jungtiere, wie schon gesagt, sehr klein und sie klammern sich an die Mutter fest am Rücken oder am Hals und da sind sie sehr, sehr, sehr schwer zu entdecken. Aber nicht nur auf der Mutter, sie wechseln sehr oft zum Vater oder auch die Geschwister tragen die Kleinen mit. Bei der Mutter sind sie hauptsächlich nur, wenn sie gesäugt werden wollen. Bei uns ist die Situation mit den Zwergseidenaffen fantastisch. Wir haben regelmäßig Nachwuchs. Es funktioniert alles. In der Natur sieht die Sache etwas anders aus. Durch Zerstörung des Regenwaldes werden sie ihrer Existenzgrundlage beraubt. Und da Zwergseidenaffen absolute Futterspezialisten sind, ist es für sie dann natürlich sehr schwer zu überleben. Zwergseidenaffen haben eine Jagdstrategie. Sie brechen Bäume auf, schlecken die Baumsäfte, die 70% ihrer täglichen Nahrung ausmachen und benutzen diese Bissstellen auch als Fallen, damit sie Insekten fangen. Aber nicht nur das, sondern auch Früchte, Blätter oder auch Vogeleier, wenn sie Nester erwischen, werden gefressen.